Kreaturen. Kapitel 14 Heimkehr. Nachdem Noctis sein dunkles Verlies verlassen hat und ein wenig umhergewandert ist, findet er das Boot seines Vaters am Ufer der Mikage-Insel verteut. Dank Sids gründlicher Reparatur vor der Überfahrt nach Altissia noch immer seetauglich. Mit dem Boot bricht er auf zum Galdenkai, zurück in seine Heimat. Noch einige Zeit. Das Spiel ist übrigens nicht mehr sehr lang. Ich werde es aber nicht in dieser Folge abschließen. Wahrscheinlich eher in der nächsten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Geschichte mit Ifrit einbaue und dem Kristallherz. Aber irgendwas fällt mir bestimmt schon ein. Wie viel Zeit mag wohl vergangen sein? So, die Insel war Angel Guard. Bahamut hat uns dort abgesetzt, wie es scheint. Zumindest tauchten wir in dem Grab auf. Und wir sind immer noch Level 1, wie man sieht. Oh, fuck. Scheiße. Ich bin Level 38. Hier, seht ihr? Ich hab den Levelstopp. Das ist so ein Dreck, ey. Ich hab vergessen, den Stufenstopper auszurüsten. Und jetzt ist er Level 38, weil er levelt, während der Kapitelumstiege. Okay, dann habe ich einen fast Level 1 Durchlauf hier. Das sackt schon hart. Aber ist nicht schlimm, ich spiele einfach die Folge hier weiter. Überspeichere meinen vorherigen Speicherpunkt nicht. Sicher. Und spiele alles nochmal auf Level 1. Und dann in der nächsten Folge, wenn ich die Bosse mache, werde ich wieder Level 1 sein. Also kein großes Problem. Ich werde die Viecher jetzt hier töten auf Level 38. Ich finde es ganz geil. Ich hatte genug Erfahrungspunkte, um von Level 1 auf Level 38 zu kommen. Wäre ich in das Hotel gegangen in Altissia, dann hätte ich die Erfahrungspunkte verdreifachen können. Dann wäre ich locker auf Level 60 gelandet. Wo sind bloß alle hin? Ziemlich geil eigentlich. Das mache ich ganz am Ende, schätze ich. Ich mache auf einmal so viel mehr Schaden, ey. Boah, warte mal, wir können noch viel mehr Schaden pumpen. Ich nehme den Schild hier mal raus und rüste mir stattdessen den Donnerkeil aus. Okay, jetzt haben wir den Schild nicht mehr. Boah, das sind fucking Tomberries hier. Das sind die ersten Tomberries, die wir innerhalb des Spiels sehen. Sehr mächtige Viecher. Ich will den Tomberry töten. Boah, machen die Schaden, Alter. Leck mich am Arsch. Das ist ja geisteskrank, wie viel Schaden die machen. Meine Fresse. Wow. Ich würde gerne... Meine Güte, guckt euch an den Schaden. Ich habe ehrlich gesagt sehr selten gegen Tomberries gekämpft, deswegen habe ich gar nicht so wirklich den Schimmer, wie die agieren. Aber das kriegen wir noch hin. So, mal gucken, ob ich einen töten kann von denen. Das wäre geil. Ja, ich habe einen umgebracht. So, hier haben wir ein paar Todesäbte. Äbte, Schnäpte, Bäbte. Darf ich? Nee? Ficken. Ich muss aufpassen, die Sicher hier sind super krass. Okay, wir lassen das mit dem Kampf, glaube ich. Machen ganz schön viel Schaden, die Sprallos. Hobgoblins. Interesting. So, die Hobgoblins sind sehr schwach gegen Großschwerter, glaube ich. Boah, meine Güte, unangenehmes Viehzeug. Ich glaube, ich meide das Campen hier. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Es bringt mir hier nämlich gar nichts. Ich muss das sowieso nochmal auf Level 1 hier spielen.
Wo kommt der Angriff denn? Konter! Ja, das war schön. Tschüss. Ich glaube, ich bin schneller im Weglaufen als die. So, die Welt des Ruins, in der befinden wir uns gerade. Alle Menschen hier scheinen tot zu sein oder zu sichern geworden zu sein, um es zu präzisieren. Und boah, da sind überall Bomben. Hier ist ein Dunkelpudding. Den hab ich noch nie gesehen. Wie geil. Das ist ja voll geil. Oh, ich muss echt aufpassen hier. Meine Fresse. Ich muss wirklich sehr aufpassen. So, meine Beschwörungen machen jetzt mehr Schaden als vorher, weil die nicht mehr Level 1 sind. Vielleicht kann Ramo den sogar töten. Die Götter helfen mir, das finde ich sehr nett. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um an dem, in dem Gebiet. Das habe ich beim allerersten Durchlauf nämlich nicht gemacht. Ich finde es geil, dass sein Umhang und seine Klamotten, seine Kutte, aussieht, als wäre sie aus Wolken. Super Elixier, der tötet die. Hat er die umgebracht gerade? Ja, er hat die getötet. Der Dunkelpudding ist tot. Tja, wenn du auf einmal nicht mehr auf Level 1 bist, das reicht, wenn der auf Level 38 ist, bringt er die Viecher um, ey. Das war das erste Mal, dass eine Beschwörung wirklich Schaden gemacht hat hier. Voll geil. Richtig geil. Dafür hat es sich ein bisschen gelohnt, dass ich aus Versehen gelevelt habe, finde ich. Wie gesagt, ich werde mich nochmal zurücksetzen. Ich werde das hier nochmal spielen, damit ich auf Level 1 dann gegen die anderen Bosse antrete. Also keine Bange. Was ist das da hinten? Ich sehe dort ein brennendes Schwert. Das gucken wir uns gleich an. Ich will hier allein mal rasten. Das habe ich nämlich auch nie gemacht. Und ich glaube, man kriegt irgendwas. Awesome! Geil! Konservendosen. Hm, das wird lecker. Köstlich. So, wir sitzen hier jetzt ganz allein mit Umbra. Ich habe 636 FP dazu bekommen. Das ist total geisteskrank, ne? Meine Fresse, ey. Nur durch das Leveln, ey. Mann, Mann, Mann. Wir nutzen mal die kleine Gelegenheit. Und ich würde sagen, wir kaufen uns mal den Neutro Warp. Vielleicht, also ich nutze ihn jetzt ja nur, weil ich gerade mal nicht auf Level 1 bin. Und später werde ich ihn dann wieder nicht haben. Aber ich will mal gucken, ob ich ihn sogar nutzen kann, ob er mir was nützt. Welchen Level hat das Vieh hier? Die Kreatur ist auf Level 42. Der Wolframator. Okay, bislang hat es nichts genützt. Ich habe mich aber auch wahrscheinlich verdrückt. Ich lauf mal weg davor. Bin ausgewichen. Ich muss mich, glaube ich, treffen lassen und dann muss ich den Ausweichknopf drücken. Ich habe zu früh gedrückt. Ich muss es, glaube ich, drücken, wenn ich auf dem Boden lande. Ich probiere es noch einmal gleich. Mich verfehlt, der Sprallo. Hat nicht geklappt. Gut, ich lasse es einfach mal. Ich habe die Timings auch nicht im Sinn. Vielleicht mache ich es aus Versehen mal. Das wäre ganz nett. So, die Sonne kommt überhaupt nicht mehr raus. Vor 10 Jahren hat man die Sonne ja kaum mehr gesehen. Und mittlerweile sind die Tage absolut finster. Dafür ist das, ist die Vegetation aber noch überraschend grün, muss ich gestehen.
Da ist der Dunkelpudding wieder. Der sieht voll geil aus. Den habe ich vorher noch nie gesehen, den Gegner. Und da sieht man ein Eis, ein Feuer und einen Blitzbomber. Granate heißt er. Okay, der Bomber sieht saugeil aus. Kommt er denn mal? Wir haben ihn getötet. Und der Eisbomber sieht auch geil aus. Wir müssen uns aber heilen. So, der Feuerbomber ist tot. Oh, fuck, weg hier. Der Eisbomber hat sich gesprengt, der Blitzbomber auch. Und wenn die sich sprengen, werden die zu kleinen Bombern. Oh, das ist ja niedlich. Okay, Bomber sind saugefährliche Drecksviecher. Guckt euch die Dinger an. Boah, sind die fucking creepy, ey. Meine Güte. Haut bloß ab. Wenn die sich sprengen, duplizieren die Viecher sich. Das wusste ich nicht. Ich habe Bomber nie wirklich bekämpft hier in dem Spiel. Die sehen so geil aus. Krass. Da ist der Dunkelpudding wieder. Richtig krass. Das gefällt mir gut. Ja, der Wolframator da hinten, das war ein krasses Arschloch. Der kann mich mal, kreuzweise. Guck mal kurz auf die Karte. Wir müssen hier hin. Da ist die Straße. Ich habe sie gefunden. Hui. So, wo muss ich jetzt lang? Ich kann vielleicht geradeaus, ansonsten muss ich links lang. Ich glaube, ich muss geradeaus, oder kann geradeaus, besser gesagt. Es ist hier überraschend sicher. Versichern? Es tut mir leid. Es gibt solche Momente manchmal. Ich finde es ganz geil, dass er innerhalb der 10 Jahre einfach mal von Level 1 auf Level 38 kam. Ich finde es ein bisschen schade wiederum, dass ich alles nochmal spielen muss. Aber ist auch nicht so super viel. Ich kann ja relativ schnell, glaube ich, durchrennen. So, sobald wir die Straße hier erreichen. Ein Auto? Sehen wir ein Auto. Majestät? Ja? Ich bin's. Talcott. Talcott Hester. Der Enkel von Jared. Boah, dieses kleine Drecksbalg ist groß geworden. Ich kann kotzen, Junge. Genau. Das kann nicht sein. Doch. Willkommen zurück, König Noctis. Für dich immer noch Noctibert. Du kleiner Sprallo. Du bist für mich bist du immer noch ein kleiner Sprallo. Noctis ist übrigens 30 mittlerweile. Doch. Sieht gut aus, wenn er sich mal kämmen würde. Wie? Einen Moment. Majestät, er möchte mit euch sprechen. Das hat Zeit, bis wir uns sehen. Er meint, das hat Zeit. Okay. Verstanden. Bis dann. Wenn er sich nur kämmen würde. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid, Euer Majestät. Lass die Förmlichkeit. Geil! Wir sind doch Freunde. Stimmt. Auch wenn wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. Er hat die Figur noch. Die anderen können es sicher auch gar nicht glauben. Awesome. Wo sind eigentlich alle? Normalerweise in Lestalo. Aber hin und wieder auch in Hammerhead. Ach. Ja. Schließlich ist die Werkstatt immer noch dort. Manchmal geben sie Sydney Geleitschutz oder bringen ihr Ersatzteile. Sowas halt. Verstehe. Ach, übrigens sind heute alle in der Nähe von Hammerhead. Darum treffen wir uns dort mit ihnen. An dem Tag, als du verschwunden bist, das sieht gut aus. Ist die ewige Nacht über Eos eingebrochen. Dank des Meteors gibt es in Lestalum noch Licht. Alle Menschen drängen sich dort auf engstem Raum. Und andere Orte? Die sind so oft von Sichern angegriffen worden, bis irgendwann nichts als Trümmer übrig waren. Eigentlich wird selbst Hammerhead mittlerweile kaum noch als Werkstatt genutzt. Es ist eher zum Stützpunkt für Jäger geworden. Im Grunde ein Wunder, dass dort überhaupt noch Betrieb herrscht. Boah, sind hier viele Bomber, ey. Haben dicht gemacht. Alter Finne. Es sind noch am Leben. Ja, keine Sorge. Aber er ist noch mürrischer als früher.
weil er in letzter Zeit ziemlich oft krank ist. Sid ist 85. Ich glaube, er hat den Umzug nach Lestalum nicht verkraftet. Die Leute wollten zwar, dass er die Werkstatt ebenfalls verlegt, aber Sid hat einen riesen Fass aufgemacht. Meinte, dass es keine gewöhnliche Werkstatt sei und es in Lestalum nicht dasselbe wäre. Ja, das klingt ganz nach ihm. Oh, zum Glück okay. Kommt Sidney nach ihrem Opa. Sie hat sich bereit erklärt, die Werkstatt weiterzuführen. Und Sid, tja, dessen einzige Freude ist mittlerweile das gute Essen, das Ignis ihm manchmal vorbeibringt. Dass geil, Ignis kann kochen, obwohl er hart blind ist. Hat natürlich zahlreiche Opfer gefordert. General Kor und Iris leiten daher die Organisation von koordinierten Jagdoperationen. Gladio, Ignis und Prompto helfen allen, wo sie nur können. Iris jagt zusammen mit Kor. Verteidigung von Hammerhead beschäftigt. Leider hat Sidney so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihn hat. Und Ignis? Der kämpft auch mit. Anfangs wollten ihn die anderen davon, aber er kommt sehr gut alleine klar. Keine Sorge. Weißt du, Gladio, Prompto und Ignis sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammen zu sehen. Sie kämpfen alle an eigenen Fronten. Aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen. Ach so. Ja, ohne Noctibert bricht das Gefolge so ein bisschen zusammen. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Noctis. Wir. Wir sind da. Noctibert. Die anderen können es sicher kaum erwarten. Ach so. Ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay? Ich finde es so geil mit den Kaktoren, die ich ihm gebracht habe. Ich bin so ein guter Mann. Später machen wir die Kaktorenhaltung. Die wird toll. Das könnte die vorletzte Folge hier sein. Bemerkenswert. Gott sei Dank haben die Klamotten noch an. Was heißt hier nah? Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Noct, bist du es wirklich? Oh Mann! Natürlich, wer denn sonst? Prompt und Bart. Nett, dass du auch mal aufkreuzt. Ging nicht schneller. Es gibt viel zu bereden. Gehen wir rein. Wo bleibt die Würstchen-Action? Ich will, dass ihr euch nackt auszieht, mit Öl einreibt und euch aneinander drückt. Naja, das machen sie jetzt hier drin wahrscheinlich. Alle haben ein Bart, außer Ignis, weil Ignis der Einzige mit Verstand ist. Ignis weiß, dass ihm ein Bart nicht steht. Er sollte stattdessen ein Bart nehmen. So, hier sind wir jetzt. Hammerhead ist komplett eingemauert hier und umzäunt und bla bla bla. Und diese Lampen hier halten die sicher davon ab, hier einzudringen. So wie ein Slip Männer davon abhält, in Frauen einzudringen. Aber auch nur manchmal. Ist eigentlich ganz geil hier. Ja, diese Scheinwerfer hier. In erster Linie sorgen die dafür, dass die Viecher hier nicht reinkommen. Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Ist geil, gefällt mir. Wenn es die Möglichkeit gibt, hier die Welt zu erkunden, die Welt des Ruins, denn im Moment können wir uns das alles hier gar nicht ansehen. Wir müssen nämlich hier hin. Insomnia, da müssen wir hin. Das ist krasser Scheiß, ne? Da waren wir seit der ersten Sequenz nicht mehr. Oh, ein Gegenstand, meins. Kaputte Taschenuhr, geilo. So, wir gucken mal, welche Waffen hier sind. Wir haben nämlich 5 Gil, wir sind reich. So, die Durandal haben wir hier. Ist immer noch schwächer als die Waffe, die ich nutze. Wir haben das Hyperion, schwächer als die Waffe, die Gladio nutzt. Die Lanze ist ganz ordentlich, schwächer als die Drainierlanze, die ich habe. Die Dolche sind auf jeden Fall besser. Die Pistole ist schlechter als die, die Prompto hat. Im Grunde hat jeder eine bessere Waffe, bis auf Ignis. Wenn wir ganz ehrlich sind. Interessant eigentlich. Danke auch. Du verkaufst Scheiße.
So, jetzt habe ich es ihm gesagt. Ich gehe erstmal pennen gleich. Erstmal will ich mit Helcurt reden. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Geil, ja, das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Erzähl mir was. Ehemalige Imperiale sind nun auf unserer Seite. Sie waren früher wohl als Söldner beschäftigt. Araneas Trupp. Oh, du kennst sie also. Sie und ihre Leute haben es echt drauf. Darum hat General Kor sie angeworben. Geil. Aranea, Bix und Wedge führen mittlerweile jeweils große Jagdtrupps an, auf die die Leute sich verlassen. Ein Glück. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Krass, dass Kor Aranea und ihre Truppe angeworben hat. Anberäumt, wollte ich sagen. Was das Imperium angeht. Ja? Nachdem Gladio und die anderen vom Tod des Kaisers und des Oberkommandanten berichtet haben, ist Niflheim endgültig in sich zusammengestürzt. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Interessant. Der Kanzler ist abgetaucht, wurde aber in Insomnia gesichtet. Ignis hat diese Meldung keine Ruhe gelassen. Vielleicht hat Aden was mit dem Königshaus zu tun, meinte er. Jedenfalls wollte Ignis mehr über den Kanzler herausfinden. Und ich bin mit ihm die alten Königsgräber untersuchen gegangen. Hey, freiwillig? Zum Glück bin ich sehr an Geschichte interessiert. Und wir haben etwas Seltsames entdeckt. Wir sind in alten Schriften auf einen vertrauten Namen gestoßen. Aden Isunia. So hieß wohl ein Mann, der vor vielen Jahrhunderten die ersten Opfer der Sicher gerettet hat. Bis er irgendwann selbst als Sicher bezichtigt und verfolgt wurde. Dabei war er allem Anschein nach tatsächlich nur ein Mensch. Wenn du irgendetwas wissen möchtest... Ist gar nicht Jahrtausende her, nur Jahrhunderte. Aber soweit ich weiß, ist es 2000 Jahre her. Aber, yeah, I don't know. Oh, krass, es geht ja richtig weiter hier noch. Auch über die Sicher haben wir etwas mehr herausfinden können. Ja? Ich habe mich ja schon immer gefragt, wo diese Wesen überhaupt hergekommen sind. Sie waren alle einmal normale Menschen. Ja. Es war eine Art Seuche, die sie zu Kreaturen der Dunkelheit machte. Daher stammte wohl auch der Begriff Sicher. Doch die Krankheit galt als unheilbar. Dahin siechen. Darum wurden die Opfer getötet. Verstehe. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Ich frage mich, welche Menschen zu den Tomberries geworden sind. Alte Leute oder was? Sogar Akkorde ist von den Sichern überrannt worden. Deshalb sind die meisten Bewohner nach Luzis geflüchtet. Allerdings sieht die Lage hier auch nicht besonders rosig aus. Selbst die Königsstädter waren zur Flucht gezwungen. Nachdem das Imperium die Kontrolle über die Stadt verloren hatte, wurde sie ständig von Sichern angegriffen. Iris und General Kor haben Insomnia evakuiert. Jetzt sind dort sicher nur noch Kreaturen der Finsternis. Krass. Unsere geliebte Heimat für immer verloren. Keine Sorge. Hä? Wieso? Weil der König zurückgekehrt ist. Wie versprochen. Daran erinnerst du dich noch? Klar. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Ja, er sieht mittlerweile auch aus wie ein König. Krass, das bedeutet, die Leute aus Niflheim, aus Akkordo, aus Insomnia, die sind alle jetzt in Lestalum. Das ist doch gar nicht möglich, dass die da alle leben. Wahrscheinlich sind die meisten einfach krepiert und zu sichern geworden. Noctis? Erinnerst du dich noch an meinen Großvater? Ja. Ich hatte damals nicht den Mut, es euch zu sagen. Es war meine Schuld, dass er umgebracht wurde. Das habe ich mir fast gedacht. In Lestalum hatte mich ein Mann aus Niflheim gefragt, ob ich aus Insomnia stammen würde. Er hat mich gefragt, ob ich alleine gekommen bin, wer meine Familie ist und was wir hier machen. Dann hat er sich beeindruckt gezeigt, dass mein Großvater in so einem großen Haus wie dem der Amicitias arbeitet. Und gefragt, ob wir vielleicht sogar mit dem Königshaus verbunden seien. Wie toll das doch wäre. Und ich habe ehrlich geantwortet. Kurz Trottel. Darauf ist der Kerl dann im Hotel aufgekreuzt. Helcurt. Aber Großvater, er hat wirklich dicht gehalten und dich in keinster Weise verraten. In keiner Weise, keinster Weise. Ja. Das ist Schwachsinn. Du konntest nichts dafür. Doch. Jetzt, wo du alt genug bist, weißt du das sicher selbst. Nicht Nein. Ich weiß, wie schwer es ist, jemanden zu verlieren. Und ich kenne die Schuldgefühle, die einem das Weiterleben noch schmerzhafter machen. Vielen Dank, dass du mir das erzählt hast. Sowas kostet viel Überwindung. Aber vergiss nie,
Du bist der Letzte, der Schuld am Tod deines Großvaters hätte. Jared wäre derselben Meinung. Oder zweifelst du etwa am Urteil von König Noctis? Nein. Verstanden. Vielen Dank. Hoffentlich passiert euch nichts. Seid vorsichtig. So, wie er schon sagt, König Noctis, das heißt, wir ziehen ihn noch königlich an. Nein. Nein. Ach so, ich krieg das gleich. Ah, okay. Ich wollte mich eigentlich umziehen, aber ich krieg die Klamotten gleich erst. Okay. Würde ich sagen, gehen wir jetzt pennen. So, Manners, wir hatten lange nicht das Vergnügen. Ich habe mich übrigens seit 10 Jahren nicht gewaschen, deswegen, prompto, putz dir nicht die Zähne. Ich habe nicht genug Geld, um hier drin zu schlafen. Okay, ich muss irgendwas verkaufen. Ich muss den Familienschmuck verkaufen, damit ich darin schlafen kann. Hallo? Kannst du das Pferd meines Schwarters gebrauchen? Kannst du das Schwert meines Vaters? Das Pferd meines Schwarters. Ich bin so scheiße dämlich. Fantastisch. Ach Gott, das macht mich so glücklich. Ihr glaubt mir gar nicht, wie sehr. So, jetzt habe ich genug Geld. Prima. Besten Dank auch. Maul. So, prima. Jetzt gehe ich pennen. Speichern werde ich übrigens nicht. Keine Bange. Das Pferd meines Schwarters. Ich kann nicht mehr. Ah, oh, das ist fürchterlich. Fürchterlich. Also fürchterlich. Ja, Gladio liest immer noch. Aus irgendwelchen... Ignis guckt gerade auf sein Handy. Ach nee, Quatsch. Okay, Blödsinn. Ist kein Handy. Ist ein Becher. Sah aus wie ein Handy. Das war sehr verwirrend gerade für mich. Er trinkt aus seinem Becher. Okay. Ist ja echt, als würde er. Es sah wirklich so aus, als würde er auf sein Handy schauen. Krieg ich Fotos? Nee? Ja, ich gut. Ich jedenfalls noch nicht vor, häuslich zu werden. Typisch Gladio. Unverändert. Bin ja auch schon perfekt. Ganz der Alte. Willst du dich nicht langsam auch mal fest an jemanden binden? Naja, vielleicht. Wenn das alles hier vorbei ist. Schließlich kann ich mich nicht ruhigen Gewissens in gefährliche Kämpfe stürzen, wenn zu Hause eine besorgte Frau auf mich wartet. Ah ja. Ah, das sagst du den Frauen also. Galante Masche. Das ist keine Masche. Das meine ich ernst. Hm. Ich glaube ihm nicht. Ist ein dreckiger Lügner. So, wir gehen gleich da rein. Ich will bloß erst mal gucken, ob ich hier vielleicht noch was sehe. Oh, sieht anders aus als vorher. Hier ist ein Generator drin, logischerweise. Ja. Oder irgendwas in der Richtung. Dachchen. Na, du heiße Boy. Verkauf mir Sachen, an denen ich mich erfreue. Die Firma dankt. Brauchst mir nichts geben. Du hast nichts von Wert. Sehr schön. Da guckt jemand auf sein Messer. Besorgniserregend. Das Ding ist zu. Ein altes Buch bekommen. Von Sid? Ein einst sehr beliebter Roman. Er hat einen vergleichsweise hohen Verkaufswert. Aha, okay. Können die nicht rein, oder? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal hier in die... ins Diner hinein und reden ein bisschen mit den ganzen Leuten hier. Sehr viele Waffen. Ja, das ist der Parasit, von dem gesprochen wurde. Die Meteoriten fielen ja auf den Planeten. Unter anderem bohrte sich in Lestalum einer in die Erde, der andere wurde aufgefangen von Titan. Und der Meteorit brachte... Okay, ich erzähl's euch einfach. Der Meteorit war der Körper von Eos. Eos war die Göttin dieses Planeten hier. Und sie wurde hinabgeschmettert auf den Planeten.
Wenn ich mich recht entsinne, war das die Strafe der Götter, unter anderem von Bahamut, weil sie sich mit einem Menschen einließ. Sie wurde dann auf den Planeten runtergeschmettert und landete dann an dem Punkt, an dem nun der Ravatoga steht. Und Ifrit hatte offensichtlich gewisse Ressentiments gegenüber dieser Aktion und versuchte dann, die Göttin Eos aus ihrer misslichen Lage zu befreien oder zumindest sie zu suchen, um zu sehen, ob sie überhaupt noch lebt. Und dann stellte sich heraus, dass Eos schon tot war und ihr Herz rausgerissen wurde. Das Herz von Eos ist nämlich der Kristall, aus dem wir gerade rauskamen. Das heißt, wir haben die Macht von Eos erhalten, ihre Lebenskraft sozusagen, und nutzen sie nun, um Adin, der ebenfalls von den Göttern beschissen wurde, umzubringen. Wie Ifrit in die ganze Sache reinkam, der ja einen Krieg wegen Eos gegen die anderen Götter führte, das werden wir vielleicht noch sehen. Ihr könnt euch übrigens im Reddit, im Final Fantasy XV Reddit, die ganze Geschichte über die Ruinen von Pythios oder von Pit of Eos, wie es eigentlich heißen sollte, durchlesen. Ist eine unglaublich interessante Geschichte. Ich will sie hier nur mal kurz anschneiden, damit ich euch vielleicht auf den Gedanken bringe, euch die durchzulesen. Die ist ganz, ganz, ganz fabelhaft und wundervoll. So, Forschungsbericht Antisolare Partikel. Ach ja, jetzt wird erklärt, warum die Sonne verdunkelt wird. Bei der Analyse von Stichproben der Atmosphäre wurden unübersehbare Gemeinsamkeiten zwischen den antisolaren Partikeln und den für die Mutation der sicher verantwortlichen Plasmodien deutlich. Weitere Experimente ergaben, dass sicher insbesondere bei ihrem Tod in großen Mengen die lichtschluckenden Teilchen ausstoßen, die der Auslöser für die Veränderung auf Eos zu sein scheinen. Genau, sicher stoßen diese Partikel, die Sonnenlicht schlucken oder absorbieren, aus ihrem Körper aus, und wenn sie sterben, stoßen sie extrem viele aus. Das bedeutet, die Sicher, die bei Nacht hier auf der Erde wandeln, also Menschen, die infiziert wurden mit den Parasiten, die von den Meteoriten aus dem Weltraum stammen, haben Leute zu Sichern gemacht, und die Sicher verlieren ihren Verstand in den meisten Fällen. Manche, wie Ravus, haben noch mehr oder weniger ihr Bewusstsein gehabt und fangen an, alles und jeden umzubringen, die keine Sicher sind. Daraufhin haben sich die Menschen natürlich mehr oder weniger einvernehmlich darauf geeinigt, die Sicher zu töten. Was dann dazu führte, dass diese Teilchen der Plasmodien hier, die das Sonnenlicht absorbieren, immer mehr und immer mehr in die Atmosphäre gepumpt wurden, wodurch die Sonne jetzt überhaupt nicht mehr zu sehen ist, was bedeutet, dass das Sonnenlicht, das normalerweise die Sicher verbrennen würde, nicht mehr auftritt. Das heißt, alles ist voller Sicher. Außer Gebiete, in denen sich diese Strahler, diese, ja, wie nennt man das, Solarstrahler oder so ein Scheiß, die eben Sonnenlicht simulieren, die dadurch geschützt sind. So, dann haben wir das jetzt auch gelernt, warum die Sicher irgendwas mit der Dunkelheit zu tun haben. Und unsere Zeit ist sehr, sehr knapp. Ich würde sagen, wir unterhalten uns kurzerhand mit der nächsten Person gleich. Forschungsbericht atmosphärische Veränderung. Bei Untersuchung von Luftproben wurden wiederholt antisolare Partikel nachgewiesen. Die Dichte dieser rußigen Teilchen erreichte bereits in der oberen Troposphäre eine Konzentration, die jegliches Licht neutralisierte. Ferner ließen sich die Fluktuationen der Stratosphäre beobachten, die zu einem Austausch von Sauerstoff in Ozonmoleküle durch antisolare Partikel führen. Es ist naheliegend, dass diese Vorgänge die Ursache für das Verschwinden des Tageslichts sind. Genau, der Grund ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Kanagi tot ist. Die Kanagi konnte Menschen, die mit den Parasiten von den Meteoren infiziert waren, heilen. Neutralisieren, gewissermaßen neutralisieren. Das führte natürlich dazu, dass sie nicht zu sichern wurden und dementsprechend diese Partikel nicht in die Troposphäre blasen konnten, was dazu geführt hätte, dass eben alles, dass die Sonne verdunkelt wird. Und ab dem Zeitpunkt, als Luna tot war,
wurden die Tage immer kürzer und die Nächte immer länger. Ziemlich beschissen, alles in allem, die Situation. So, Sydney ist übrigens gar nicht hier. Ich hoffe, dass das hier auch ein Update sein wird, dass man Sydney und Iris noch sieht. Denn Iris rennt mit Cord zusammen hier durch die Welt und tötet die ganzen Sicher. Sie ist nämlich eine Sicherjägerin geworden. Was total geisteskrank geil ist, aber auch sinnvoll. Denn wir haben ja ihre Limit Breaks gesehen und die hat einfach mal riesigen Krabben mit ihren blanken Füßen die Schädel eingetreten. Außerdem ist sie die Schwester von Gladio. Also dann, nicht verwunderlich. Langsam sollten wir uns bereit machen für den Aufbruch. Zeit, unsere Kampfkluft anzulegen. Tragen wir sie mit Stolz. Ja. Zieht die Bäuche ein, Männer. So, gleich wird Noctibert ein bisschen königlicher aussehen. Und die Truppe auch. Ein letztes Essen. Ignis kann wieder kochen. Und Ignis kocht das beste Essen, das man sich vorstellen kann. Toast. In den 10 Jahren, in denen er blind ist, hat er sich nämlich perfektioniert auf dieses eine Gericht. Und seht es euch an. Es ist meisterlich geworden. Höchste Perfektion. Durchbricht mein Augenlicht von diesem Brot, von dieser Stulle. Es ist so gut. So gut. So gut haben wir ewig nicht gegessen. Ich bin so glücklich. Promptibert. Ach, Ignis, du bist ein Meister der Küche. Ach, schwing den Kochlöffel bitte jeden Tag. Wundervoll. Level 39. Keine Bange, ich werde auf Level 1 sein in der nächsten Folge. Denn ich speichere das hier nicht. Nach 10 langen Jahren ist Noctis wieder mit seinen Freunden vereint. Ein letztes Mal zählten die 4, bevor sie nach Insomnia aufbrechen, wo der erwählte König die Welt von der Dunkelheit befreien will. So, und meine heißen Boys und meine heißen Grills, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Final Fantasy 15. Und adios! Bis zum nächsten Mal. Köstliches Brot.